Hallo und herzlich willkommen hier live auf VX-Beziehung. Ich bin Basti, Serious Sam HD. Ich bin wahnsinnig genervt und ich werde euch erklären, warum. Ich habe dieses Level und das darauffolgende schon dreimal gespielt. Erste Aufnahme. OBS nimmt auf, 7 Minuten, hört auf. I don't know why. Ich habe aber alles gespielt, ich habe es nicht gepeilt. Ich habe noch eine Stunde weitergespielt. Zweite Aufnahme. Ich nehme auf, ein Windows-Update hat meine Audiogeräte zurückgesetzt und damit auch OBS beeinflusst. Und ich habe es nicht gepeilt, weswegen ich dann bei der zweiten Aufnahme, hey, keinen Sound hatte. Und die Aufnahme war geil. Nun, alle guten Dinge sind drei, wa? Wir machen das jetzt. Wir machen jetzt Speed, Alter. Also kein Speedrun, weil das kann ich nicht. Und wir müssen mit ganz billiger Munition wieder anfangen. Ich kann nicht meine Original-Packs haben, wie ich da beim ersten Mal hatte, weil der Save ist nicht mehr da, weil Serious Sam ja alles nach 10 Saves oder so wegschmeißt, automatisch. Das ist ziemlich nervig. Aber wir wissen jetzt, was auf uns zukommt. Nämlich diese Assis hier. Pang. Und noch einmal. Komm. So, weiter geht's hier. Und Pang. Ja, genau. Also, ihr seid, ich bin heute also gar nicht mal so gut drauf. Ich kann euch ja mal auch hinter mal so erzählen, was so bei mir noch so privat passiert ist. Wenn euch das denn interessiert, man weiß es ja nicht, aber ihr schreibt ja keine Kommentare. Nein, ihr schreibt natürlich Kommentare, ihr seid tolle Fans. Aber, ja genau. Ich kann euch ja mal so erzählen, was die letzten Tage so bei mir passiert ist, wenn ich nichts zu labern habe, was ja sehr oft vorkommt. Wir wissen ja, ich bin ein Let's Player, der sehr wenig redet, insgesamt so. Und wie jetzt zum Beispiel gerade auch, deswegen sterbe ich gerade auch nicht, weil ich sehr konzentriert spiele, wie man sieht. Und ja, ihr seht, das Let's Play geht schon ganz hervorragend los. Und so wird es auch hoffentlich weitergehen. Wir sind ja alle richtig motivierte Menschen hier, ne? Und das machen wir jetzt ja einfach. Also, motiviert sein. Als Lebensprinzip sozusagen, ja. Pang! Hoffentlich explodiert die da jetzt drin. Tut's natürlich nicht! Aber wir schießen jetzt trotzdem in diese Richtung einfach. Pang! Okay, los und go! Ja. Wisst ihr, dass das stört jetzt schon, ey? Weißt du, ich schieße in deren Richtung und es erwischt die nicht. Was ist denn los mit den Leuten, Alter? Haben die hier keine Lust oder was? Ich muss nur mal fragen, ob die... Weiß ich nicht. Die Leute kommen ihrer Arbeit nicht nach, weil die zu blöd sind oder was? Okay, wer das jetzt nicht versteht, ich zitiere gerade den, wie heißt der? Baustellen irgendwas? Warum sterbe ich denn gerade so oft? Ich peile das nicht. Ich glaube, ich laber zu viel. Wir sind jetzt eine Minute schweigsam, machen die Leute hier Platz. Aufgepasst. Come at me, bruh. Come at me, bruh. So wird zum Thema schweigsam, ne? Boah, Alter, Leute, was ist denn hier los? Letztes Mal war es nicht so schwer. Aber ihr könnt es ja gar nicht sehen. Witzig. Leute, ihr merkt immer noch, ich bin ziemlich angepisst. Ja, vollkommen zurecht. Ich habe keinen Bock, das noch ein drittes Mal zu spielen, Alter. Das ist scheiße. Das macht einfach keinen Spaß. So, was ist das jetzt langsam? Okay. Man würde jetzt ja sagen, Basti, sei doch mal professioneller. But fuck you! Ich mache das hier nicht auf einer professionellen Basis, ich mache das aus Hobby. Und wo Hobby ist, ist auch Spaß bei. Ja, also Emotionen. Und da darf man auch mal ruhig sauer sein, finde ich.
wenn so ein Quatsch hier passiert, Alter. Zum zweiten Mal, also zweimal hintereinander ist es gecrushed, weil es scheiße ist. Das ist der Grund. OBS dachte sich, oh, ich bin ja scheiße. Ich muss kein vernünftiges Produkt sein. Oh, well, fuck you, ey. Dämlicher Quatsch, Alter. Naja, unsere Aufgabe in diesem Level hier ist es, die Feder der Wahrheit und das goldene Herz zu finden. Kotzt mich wahnsinnig an, weil das zwei sehr beschissene Quests sind. Und genau die darf ich heute auch zweimal machen. Schön, oder? Ach, die habe ich schon wieder komplett vergessen. Mann, es wird ja immer besser hier. Da hat man richtig Bock, sozusagen. Ja? Wer hat auch richtig Bock? Schreibt hey in die Kommentare. Peng, 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 peng. Hurensohn. Ich mache dich auch noch platt. Blöde Nutte, Alter. Entschuldigt. So. Na komm schon. Oh Leute. Jetzt aber. Blöder Assi, Alter. Ja, schnell speichern, das können wir eigentlich mal machen, weil... Ne? Ihr kennt die Gründe. Sonst vergesse ich's. Und dann dürfen wir den ganzen Scheiß tausendmal machen hier, Alter. I like digging holes, hiding things inside them. When I grow old, I won't forget to find them. Cause I got memories and travel like gypsies in the night. So I got memories and travel like gypsies in the night. Dun, 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 dun. And a thousand times I've seen this road. A thousand times I've got no roots in my heart. Es reicht jetzt. Ich glaube, schneide ich raus. Das war gerade richtig schrecklich, Alter. Hallo! Assi. Peng! Und weg. Yeeha. So, warte. Hier weiß ich jetzt noch, was passiert ist. Hier war direkt um die Ecke ein Gegner. So ein richtiger Assi, Leute. Kein Scheiß. Auf sowas hat man keinen Bock. Woher kam der jetzt? Eigentlich genau. Eigentlich meine ich den hier. Assi. Und hier haben wir jetzt schon wieder die größten Assis. Die hier nämlich. Ich hasse die mit einer Leidenschaft, liebe Leute. Und ich meine, es gab zwei von denen. Auf dieser Ebene hier. Natürlich gibt es weitaus mehr von denen in Serious Sam. Aber ich meine hier in diesem Viereck. Ja? Wo ist er? Wo ist er denn? Boah, diese Geräusche machen einen aber auch paranoid, Alter. Da ist er! Aber warum ist denn hier gerade in meiner Nähe irgendwas explodiert? I don't get it, guys! Peng, 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 peng! Jetzt kommen diese scheiß Grünen. Also nicht die, diese Nahklopper, die meine ich nicht. Sondern die hier, die Farbe grün haben. Ich nenne diese Zyklopen ja gerne die Grünen. Weil die genauso verspastet sind. Oh, entschuldigt, ich habe ein Schimpfwort gedacht. Ja, wie gesagt, Leute, ich bin heute nicht gut drauf, ey. Es tut mir wahnsinnig leid. Aber ich habe auch mal gehört, dass die Zuschauerschaft gerne Emotionen sehen will. Wenn ja, dann seid ihr heute hier genau richtig. Ich bin sehr geladen. Um nicht zu sagen, aufgeregt. Ja? Ich gehe heute auch mit meinen Ressourcen nicht ganz so geil um, habe ich das Gefühl. Wo kam das jetzt her? Ey, kein Scheiß. Welcher Unmensch hat hier schon wieder mit seinen dummen Aktionen mich mit seiner scheiß MG getroffen? Das kann nicht sein. Das kam irgendwo vom Dach, oder? Es kann doch nur wieder einer von der SPD gewesen sein. Mein Kissen nervt mich. So. Ja, da oben sitzt er. Das ist so ein richtiger SPD-Move, Alter. Stirb.
Peng, Peng und tot. Wisst ihr auch warum? Weil er es verdient. Das ist der Grund. Blöder Assi, Alter. So. Oh ja, da sind sie jetzt. Hier um die Ecke. Da. Mach mal platt, oder? Peng. Genau, die hier gehen nicht einfach so platt davon, aber ich beschieße sie trotzdem damit. Ah doch, einen Schuss? Ach genau, aber es reißt nicht durch die durch. Das fand ich so blöd. Ihr denkt euch bestimmt, Basti, warum gehst du so unsparsam mit den Kanonenkugeln um? Weil ich weiß, was in dieser Folge noch alles passiert. Das ist der Grund. So. Okay, nehmen wir das hier auch noch mit. Und die ganze Elektrizität speichern wir zwischen. Ja. Tun wir. Machen wir einfach, oder? Da sind wir quasi bei. So, hier haben wir verdammt viele. Wo sind sie? Genau, da sind sie. Autisten, meine ich. Genau, ihn hatte ich schon wieder fast vergessen, ey. Assi, Alter. Geheimort gefunden. Jiha. So. Und jetzt machen wir etwas, was ich erst in der zweiten Folge rausgefunden habe. Das hier ist nämlich eine Sprungfeder. Jetzt kann ich einfach von hier oben meine Gegners platt machen. Ist das nicht nett? So, warte. Bevor ich hier aber was mache, ich weiß, dass aus dieser Richtung hier, also aus der hier, kommt gleich ein Roboter. Das weiß ich noch ganz genau. Also schieße ich hier. So eine kleine Warngranate rein. Oder spawnt der da drinne? Weil dann würde es erklären, warum er jetzt nicht rauskommt. Er spawnt wohl da drinne. Ja, okay, wenn das so ist, dann war es die gerade vergeudete Liebesmüh. So, wollen wir mal gucken, wo unsere ersten Autistien sind. Da sind schon mal welche. Hallo? Ihr kennt ja meine Taktik schon, ihr lieben Zuschauer. Ach, und da ist er. Der Assi. So. Genau. Und da ist schon der zweite von denen. Peng, 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 peng. So, ich glaube, das war's jetzt auch mit den Robotern, die von links kommen. Natürlich kommen noch viel mehr, das weiß ich. Aber jetzt von dieser Ecke erstmal nicht. Peng. Diese Waffe benutze ich nie, deswegen finde ich, kann man die jetzt auch mal hier ruhig so einsetzen. Ich weiß nicht, ich hab's mit den Granatenwerfer irgendwie nicht. Weil ich finde, damit kann man auch nicht so geil zielen. Diese ganze Flugbahn und Geschichte und so finde ich halt nicht ganz so geil irgendwie. Es ist nicht so meins einfach, wenn ich ehrlich bin. Ach, habt ihr das gesehen? Peng. Peng. So. Okay. Die nächsten Autisten. Wir brauchen sie. Wo seid ihr? Schießen wir eine Granate da hinten hin? Nee, so weit nicht. Auch nicht so kurz, liebe Leute. Ja, auf die Höhe wollt ihr. Stimmt schon. Allerdings kommen die jetzt wohl nicht. Das war's dann nicht. Doch noch nicht, oder? Das waren noch nicht alle. Ich speichere jetzt und gehe mal runter. Aber ich wette, dass ich dann gestört werde. Oder? Ja, ich höre sie schon, Alter. Wo kam der jetzt her? Wo? Ich habe nur von oben fallen sehen, aber was ist das für ein bekloppter Mist? Was für ein Blödsinn, Alter. Mach dich platt, du Schlampe. So. Liebe Zuschauer, wer von euch... Da ist er. Wer von euch kann jodeln? Wenn einer von euch jodeln kann, meldet euch in den Kommentaren. Der Maxi möchte nämlich gerne jodeln lernen. Das ist eines seiner großen Wünsche, in dieser Lebenszeit noch jodeln zu lernen, die er noch hat.
Das klingt so, als ob er bald sterben wird. Tut er nicht. Maxi ist gesund. Hoffe ich. Hofft ihr hoffentlich auch. Aber der Maxi möchte gerne in seinem Leben noch jodeln lernen. Deswegen, wenn es einer von euch kann, meldet euch einfach. Hier auf Felix-Beziehung in der Kommentarfunktion. Wir nehmen dann Kontakt zu euch auf. Und der Maxi wird sich erkenntlich zeigen. Ja, mit seinen, Angeboten, die er halt hat, die er euch machen kann. Er wird sich sehr erkenntlich zeigen, auch an die Ladies hier, Zwinker. Wenn ihn eine Frau Jodeln beibringen möchte, das findet der Maxi ganz schnieke. Er ist ein echter Jodel-Fan sozusagen, ja. Und, ja, genau. Meldet euch einfach. Gerne. Ja. Ja, und gestern war ich ja in Wülfrath und habe da einen Kollegen besucht, der Geburtstag hatte, den Borny. War ganz süß, hat Spaß gemacht, hat uns Kuchen gemacht. Wir haben Hähnchen und Pommes gegessen, das war auch echt toll. Warum speichert der Basti zweimal? Ihr werdet es gleich herausfinden. Nämlich ist der Grund der hier. Basti, das war auch nicht zwei Save States wert. Oh, wenn ihr wüsstet, was dieser Gegner mir die letzten Saves für Schwierigkeiten gemacht hat, weil ich da nämlich immer ganz da rangelaufen bin aus total idiotischen Gründen. Das hätte man nicht machen müssen. Aber diesmal nicht. Diesmal war ich klug, liebe Leute. Und tot. Da kommt noch ein zweiter. Da ist er. Tot, ne? Ja, doch. So. Hier finden wir jetzt Schrott. Patronen. Peng, peng. Können wir jetzt nämlich nicht gerade gebrauchen, denn bei jetzt kommt unsere geflügelten Liebesdamen sozusagen. Wo sind sie? Ich glaube, sie kamen von links, ne? Genau, da oben sind sie. Der Grüne hier sowieso, ja, ich weiß. Aber ich rede von denen. Wenn man hier eins nicht gebrauchen kann, glaube ich, ist das Schrotflintenmunition. Oh, was denkt ihr darüber? Ich meine, ich kann ja auch immer warten, bis sie nahe gekommen sind. Aber... Wobei ist jetzt gar nicht so schlecht. Wo sind sie denn? Guckt hier noch irgendwo unten eine rum? Wenn ja, dann soll sich bitte telefonisch melden. Ich habe keine Zeit mehr für den Quatsch hier. Ach, da ist sie. Oh, die können noch werfen. Patsch. Dass die aber auch immer so zerfleischen müssen, ne? Ihr habt damit nichts zu tun. Ich habe nur mit einer Pistole auf den geschossen, ey. Manche dramatisieren aber auch einfach. Findet ihr das nicht so? Also ich finde, das hat schon ein bisschen was mit Dramatisieren zu tun. Nehmen wir diese ganzen Assis quasi. Ach ja, ich hab's ja vergessen. Die kommen jetzt ja schon wieder. Und Attacke! Attacke! Sich ja mal ein Autistchen raussuchen, vor dem Rest ausweichen. Geile Strategie, oder? Peng! Haben wir das auch erledigt. Mann, ich hab einen Lauf hier, ey. So, jetzt gucken wir noch, was da hinten rum ist. Ich glaube, liegt noch ein Schutz, ne, also ein Schutzpartikelchen. Nehmen wir mit. So, da liegen noch Raketen, wenn ich das richtig aufgefasst habe. Ja, nehmen wir natürlich auch mit. Oder haben wir voll? Ja, oh, haben wir voll. Gehen wir direkt rüber. Denn jetzt brauchen wir das goldene Herz. Und das goldene Herz ist nicht so easy zu kriegen wie hier drüben. Da braucht man mehrere Versuche meistens. Also in den beiden Runs, die ich bis jetzt absolviert habe, habe ich das einfach gebraucht. Es ist nicht ganz so einfach, wie ihr gleich feststellen werdet. Hier hinter sind jetzt Gegner. Doch nicht? Okay, habe ich die wohl schon getötet. Bei den letzten Runs war es immer so. Oh, doch? Ach, er ist hier unten. Ach komm, verzieh dich. Ja, hier ist jetzt nur noch... Lebensenergie, aber wir haben 100. Wir haben voll.
Also geht jetzt hier ran. Und jetzt beginnt unsere Reise ins Abenteuerland. Auf deine eigene Weise. Der Eintritt kostet den Verstand. Nun gut. Also. Ach, er hier erstmal, genau. Peng. Zwischenspeichern, liebe Leute. Und. Ich fand das hier recht unberechenbar. Genau, warte, stopp. Erstmal. Hahaha, was ist hier auch passiert? Natürlich. Und aufgepasst. Kommt her. Los. Los. Wo seid ihr? Enttäuscht mich nicht. Hallo, wo seid ihr denn? Na, kommt schon. Hallo. Enttäuscht mich nicht. Ihr fragt euch bestimmt, was meint der Basti die ganze Zeit. Nun. Eigentlich? Aha! Peng! Ja, sterbe jetzt? Gute Frage, ne? Peng, peng, peng! Oh nein, jetzt auch noch der Bulle. Super! Wenn was kommt, dann auch alles auf einmal, ne? Wo ist er denn? Ich höre ihn nur. I like digging holes, hiding things inside them. Oh, er war hinter mir, da hat jetzt aber Glück. Verzieh dich, ey. So, jetzt aber. Hier finden wir jetzt eine geheime Dings, Waffenkammer. Los, komm. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was ich meinte. Ihr habt ja gerade gesehen, als ich da drinnen war, kam auf einmal die Decke von unten nach oben. Von oben nach unten, so. Und hat jetzt das hier nämlich freigelegt. Geheimes Munitionslager gefunden. Jetzt haben wir da ein bisschen Kanonenkugeln hier eingesammelt, die wir brauchen werden. Später haben wir noch ein paar andere Munitionssachen gefunden. Und jetzt geht's gleich zu dem Raum, den ich hasse. Ich sterbe da jedes Mal oder gehe da zumindest mit sehr wenig Lebensenergie raus, weil sehr viele Autisten, sehr viele Dings. Wie heißt es denn? Selbstmordattentäter. Sehr viele Skorpione. Und alles auch aus unbekannten Richtungen, also man rechnet nicht damit. Ah, ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Peng, peng, peng. Habt ihr auch schon richtig Bock, liebe Leute? So. Sonst ist hier nichts mehr. Granaten natürlich. Raketen habe ich voll. Lebensenergie auch. Finde ich gut. Dann wollen wir mal. So, wie gesagt, jetzt kommen erstmal die Selbstmörder. Da zücken wir diese Waffe hier. Skorpione kommen offenbar auch. Ich weiß gar nicht mehr, von wo die schießen. Ach, von rechts neben mir. Aber jetzt kommen erstmal die hier, genau. So. Jetzt speichern wir zwischen und kümmern uns um den... Ach, es ist noch gar nicht vorbei. Wäre auch zu schön, wa? Ich merke gerade wieder, dass ich meine Kopfhörer falsch rum auf hab. So. Und es kann weitergehen. Mit diesem Assi hier, der dahinter steht. Warum auch immer der so blöd ist. Hat er bis jetzt jede Folge gemacht, die nie rausgekommen ist. Also die Folge. Ohohoho. Und das meinte ich. Und da ist schon unser erster Centaurus-Freund. Und ich höre schon wieder die Selbstmordler. Bis jetzt schlage ich mich ganz wacker.
bin ich. Ich mag übrigens das Wort Wacker. Das gefällt mir. Geht es euch eigentlich auch so, dass ihr bei jeden Wörtern irgendwelche Bilder im Kopf habt? Auch mancher Wörter, die auch mancher Bilder, die gar nichts mit dem Wort zu tun haben? Wobei, bei Wacker habe ich zum Beispiel das Wort Racker im Kopf, weswegen ich da kleine Dings, so Pfadfinder im Kopf habe. So richtige Naturburschen, die richtigen Ficker in der Natur sind. Deswegen mache ich das Wort Wacker, weil mich das an Racker erinnert und an diese Naturburschen. Ich habe gerade dieses Dings betätigt, diesen Schalter, weil man das in dieser Gegend hier machen muss, um weiterzukommen. Da kommen immer ziemlich viele Gegner auf einen zu. Das passiert dann halt so. Und das geht mir ziemlich auf den Sack, weil es nämlich ziemlich viele Autisten sind, die ziemlich viel aushalten. Und die kriegt man am besten zwar mit dem Schrotflinten-Scheiß kaputt, aber es ist trotzdem nicht einfach, finde ich. Obwohl die nur einen Schuss brauchen, aber halt auch nur aus der Nähe, ne? So, das war's noch nicht. Dafür kenne ich diesen Abschnitt hier zu gut. Da hinten ist jetzt ein Blauer und ein Skorpion, glaube ich. Genau, der Skorpion ist da. Und der Blaue direkt davor, nämlich da. Wenn ich jetzt da reingehe, dann überströmen mich ziemlich viele Autisten. Wir machen das trotzdem, weil wir vorgespeichert haben. Boah, Leute. Zwei noch. Ich glaube, ich habe diesen Abschnitt noch nie... Fick dich. Ich wollte gerade sagen, ich habe diesen Abschnitt noch nie geschafft, dieses Teil hier, wo wir jetzt gerade sind, ohne Damage zu nehmen. Fast hätte ich es geschafft. Fuck you, fuck every one of you. Entschuldigt bitte. Ihr merkt immer noch, ich bin ziemlich genervt heute. Es tut mir echt leid. Ich habe keinen Bock, diesen Teil jetzt zum dritten Mal zu spielen, aber ich muss es ja. Ich will guten Content. Das heißt... Ach du Kacke. Oh ja, das hasse ich ja auch so, ey. Immer diese unerwarteten Spawns, ey. Und diese scheiß Fallen, ey. Mich kotzen die an. So, jetzt aber. Sammeln wir das hier ein. Und dann kommen die nächsten Autisten. Wir werden sterben, Leute. Ich sehe es voraus. Oh, wo sind sie denn jetzt wieder alle hier, ey? Seht ihr das? Es ist nicht einfach. Wir können ja auch versuchen, hier drinnen zu warten. Wollen wir das mal ausprobieren? Kommt her. So. Wo sind sie alle? Da. Boah, ich hasse diese Sprungphysik von denen, ne? Wenn die quasi irgendwo anecken im Sprung und wegen der Scheißphysik dann durch die Luft fliegen, wie es eigentlich nicht vorgesehen wäre. So. Hey, es hat bisher ziemlich gut geklappt. Zwischenspeichern. Ahahaha. Den habe ich vergessen. Assi. Oh, die haben mich gesehen, ich gehe zurück. Kommt her! Eins. Da war ein zweiter, da ist er. So. Es geht weiter. Eine Stelle, um diesen Quatsch einzusetzen. Ich mag den nicht. Werde ich wahrscheinlich auch nie mögen. Nochmal eine Stelle, um diesen Quatsch einzusetzen. So, die Tür ist auf. Hier müssen wir nämlich hoch. Und da ist er hier. Boah, aber dieser Run ist besser als der letzte, also den ihr nie gesehen habt. Weil hier hatte ich dann nur noch 4 Lebensenergie, warum auch immer. Hab wahrscheinlich schlecht gespielt, das wird der Grund sein. Die sind jetzt hinter mir. Also, die Selbstmordattentäter können auch der Grund gewesen sein.
Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Run, weil ich jetzt noch so wenig Energie habe. Peng! Weiter geht's. So. Wuchtig. Ich habe nicht mehr viel Schrotflintenmunition, das stört mich. Ich beanspruche die sehr. Die Schrotflinte. Wo ist er? Hier war doch Nautis. Lebensenergie ist ja auch, das ist gut. Ich weiß, dass wenn ich da durchgehe, durch diese Tür links, dass ein Gegner kommt. Nämlich von hinten. Seht ihr das? Das meine ich. Er ist hier und jetzt kommt noch einer von der Rückseite. Nämlich von da. Seht ihr das? Das ist so komisches Game Design, ne? Komm her. Zwischenspeichern. Haben wir gut gelöst, Leute. High five an uns selbst. High five. Mit F. So, und hier rechts ist ein Skorpion. Assi. Haben wir platt gemacht. Haben wir auf der Fresse gegeben. Das liegt da. Schrotflinte nehmen wir mit. Auch wenn wir da nochmal hochgehen müssen, ist mir gerade egal. Wir haben fast keine Schrotflintenmunition mehr. Brauchen wir aber. Komisch, ne? Dass wir fast keine mehr haben, aber die ganze Zeit benutzen. Wieso Assis? Wieso richtige Amerikaner die ganze Zeit ihre Shotgun bei haben? Aber passt ja auch, wir sind ja Sam. Wir sind bestimmt ein Ami. Wir wissen ja, alle Amis heißen Sam. Und die ganzen Frauen heißen Rachel. Und Männer, die nicht, also amerikanische Männer, die nicht Sam heißen, sind keine echten Amis. Donald Trump zum Beispiel. Ist kein echter Ami. Ich muss es ja wissen. Ich bin ja bald Akademiker. Deswegen habe ich recht. Vollkommen klar. Oh Leute, wir haben bald keine Munition mehr. Jede Knarre ist nur so halb geil voll, ey. So, warte, hier kommen jetzt eigentlich auch Autisten. Das weiß ich noch. Irre ich mich gerade? Nee, hier sind sie doch. Genau. Und er hier ist auch da. Runtergefallen. Peng, 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 peng. Die haben mich gerade nicht getroffen, Alter. Ja, aber der jetzt schon. Okay. Ah. Peng. Tot. Ich bin richtig in die Rakete reingesprungen. Gut, ne? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wofür haben wir die denn? Und den Rest ganz konventionell, liebe Leute. Ganz konventionell. Idioten, Alter. Und ich lass mich auch noch treffen. So, geschafft. Wir haben 13 von meiner Dings genommen. Oh, hier sind noch welche. Hab ich gar nicht. Versager, Alter. Idiotenpack, ey. Das war noch besser. Idiot, oder? Aber es mit der Rakete, mit der Kanonenkugel hat gerade recht gut geklappt, fand ich. Peng! Und der Rest geht, wie immer, ganz gut hiermit! Stirb! Ach ja, so ist das. Wisst ihr was? Ich habe bei einer Schulsozialarbeit gearbeitet. Ich frage mich gerade, ob Kids aus meiner Schule, wo ich gearbeitet habe, gerade zugucken. Wenn ja, dann herzlich willkommen auf diesem Channel.
Er lebt mich gerade vor einer Seite, die so gar nicht sozialarbeiterisch ist. Nämlich so richtig impulsiv und so ein Quatsch. Geil, oder? Das gefällt euch bestimmt. Ihr lacht euch bestimmt kaputt. Tür ist nicht verschlossen. Hiha. So, jetzt kommen die hier wieder. Aber warte, bei denen haben wir gerade festgestellt, dass hier auch gut hilft. Einfach nur den Blitzen ausweichen, so lange wie geht. Und dann mit Dings ausnehmen. Mit Schrotflinte. Nämlich so. Ach, den habe ich gar nicht gesehen. Siehst du mal. Ich habe das Gefühl, dass das keine so gute Idee war. Hallo, liebe Leute. Mensch, die Harpien können mir ja doch was anhaben. Oh, nö. Oh. Dieser Run gefällt mir jetzt schon nicht mehr, Alter. Hier, los, töte mich. Alle, hopp. Das war dumm. Warum hab ich dich nie noch gespeichert, ey? Peng. Aua. Alter. Das war noch besser, oder? Mann, hab ich heute wieder gute Laune. Seht ihr, wie krass das war? Speichern. I've got no roots in my home. I was never on the ground. Okay. Wir machen das jetzt mit der Fernwaffe. Ich habe keinen Bock mehr. Komm dran. Wo sind sie? Da hinten. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. Wo sind sie alle? Da ist noch jemand. War es das? Perfekt. Jetzt kommt der eigentlich schwere Teil hier. Dieses Raumes. Wir sollten wieder mehr Raketen benutzen, oder? Sagt mir dieses Spiel. Gibt mir ständig Raketen, aber keine Schrotflinte. Peng. So. Jetzt gibt's noch ein bisschen Elektro abzugreifen. Peng, peng. Zwischenspeichern. Und dann die Assis hier fertig machen. Jetzt nur noch hier oben immer. Wo sind sie? Da. Kommt noch einer, oder? Kommt schon. Ja, da ist er. Aber oh, das war nicht so gut. Von hinten kam einer. Well, fuck you, I don't give a shit. Und jetzt noch hier. Peng! Und durch die Scheiße. So, jetzt kommen, glaube ich, noch ein paar Autistchen. Wenn ich gerade richtig einordne. Irgendwas war jetzt noch. Pasito, pasito. Wo seid ihr? Das kommt. Nicht schüchtern. Komm, los, alle aus einer Richtung. Dann machen wir hier kurz einen Prozess, liebe Leute. Peng. Einer hat's überlebt? Komm ran, Brudi. Und jetzt Revolverheld-Duell, Alter. So, haben wir auch ziemlich schnell beendet, oder? Das ist ein Run, liebe Leute. Peng, peng, peng. So, die Tür ist jetzt offenbar, denn... Öffnebar? Was ist das? Was ist... Nee, die Tür ist offen. So. Und die Tür öffnet sich nur, wenn man die Ware mit Wahrheit und einen goldenen Herzen füllen kann. Deswegen heißt auch die Feder der Wahrheit und das goldene Herz. Einem reinen Herzen, meine ich. So, das war die originale Definition, die in der Mail stand, die wir jetzt nicht gelesen haben. Hallo? Bussi, woher weißt du das? Ja, ich habe schon zweimal gespielt. Also, dass die Gegner jetzt hier stehen. Hier ist noch einer übrigens. Versager, Alter. Nicht getroffen.
So, was kommt jetzt noch? Ist noch die Harpien hier von links und rechts? Genau. Lebensenergie. Hallo. Kommt gerne näher. Ich habe gerne viel Spaß mit euch. Basti, der Bitches-Killer, Alter. Oh, komm von hinten, der Assi. Das machen doch eigentlich nur die Männer. Okay, der Gag war nicht jugendfrei. Was ist das? Ah, da ist noch eine. Komm, los, komm. Put, put, put. Mein liebes Hühnchen. So. Okay, wir haben Schrotflintenmunition. Das ist ganz hervorragend. Gott, was freue ich mich darüber. Hier haben wir noch. Nix. Toll, danke, Merkel. So, was haben wir hier noch? Die Tür können wir noch nicht öffnen. Wundert euch nicht. Dafür müssen wir erst nämlich da rein. Auf die andere Seite. So, hier sind noch ein bisschen Schrotflintenmunition. Das finde ich nett. Die brauchen wir jetzt nämlich auch, weil hier um die Ecke nämlich ein Autist steht. Ganz versteckt. Die Leute wollen mich wieder ficken. Aber das schaffen sie nun mal nicht. Seht. Doch nicht mit Basti, liebe Leute. Nicht mit Basti. So, es geht wieder los. So, hier haben wir jetzt, glaube ich, einen grünen. Also zwei grüne. Einmal den Zyklopen und einmal den dicken, der schießen kann. Ah ne, war ein Autist, ist der? Aber auch ein. Erstmal du. Aber auch so einer. Siehst du, den meinte ich nämlich. So. Den habe ich auch platt gemacht, Alter. So, Raketen und Raketen. Hier war jetzt der Bulle, glaube ich, ne? Genau, der kommt hier. Komm ran, Brudi. Los. Idiot, Alter. Los, komm her. So. Ihr wisst gerade, was ich, worauf ich anspiele, oder? All die treuen 4X-Beziehungsfans, ihr wisst, worauf ich anspiele. So, das goldene Anch, das brauchen wir, um da vor euch die Tür zu kommen. Und hier um die Ecke haben jetzt wieder ein Freund, der auf uns wartet. Aufgepasst, da ist er. Hallo! Assi. So. Da können wir eigentlich... Nee, das hier noch nicht mitnehmen. Wenn wir uns jetzt nochmal schwerer verletzen hier vor der Tür, dann, brauchen wir das nämlich. Hallo? Aber tun wir nicht. War nur noch ein Gegner. Nett. Hervorragend. So, das, das und das. Haben wir nochmal hier was? Raketen. Haben wir voll, oder? Ja, haben wir voll. So, jetzt haben wir hier noch... Was wir jetzt mal ausprobieren können... Ist die folgenden Gegner mit Raketen zu besiegen. Das ist, glaube ich, eine ziemlich dumme Aktion. Aber wir probieren es trotzdem. Nee, wir probieren es trotzdem nicht. Doch nicht, meine ich. Ich habe mehr Schaden genommen, als ich wollte. War nicht so gut. Hat mir nicht gefallen, Leute. Deswegen. Adio! Spaß. Das wusste ich natürlich, Leute. Ich lasse euch nicht in den Stich. Basti bringt sie nicht wegen solcher Lappalien um. Manchmal schon. Aber heute in dieser Situation nicht. Auch nun in dieser Situation nicht. Schrotflintenmunition. Ihr wisst, wo das hier ist? Da lag die Feder. Und da lag, hier war auch dieses, ja, hier waren halt diese Gitter, wo man durchgesehen hat und dachte, oh, hier will ich hin. Aber konnte man nicht. Konnte man in dieser Situation nicht. Die Leute wollten einen locken hier mit. Und wollten, dass man hier gegenschießt und wie ein Irrer dagegen rammt. Aber wir waren klüger, liebe Leute. Das haben wir nicht gemacht, doch. Das haben wir nicht gemacht, sag. So blöd war man nicht. Gehen wir nochmal auf der anderen Seite gucken. Wie kam ich da noch hin?
Da nicht, der geht schon nach draußen. Oder war ich schon jetzt auf beiden Seiten? War das alles? Ich meine, hier gab es noch mehr. Nö, offenbar nicht. Okay, dann war das alles. So. Wir sind ganz gut gewappnet gerade. Ja, komm, dann gehen wir raus. So, wir sind zurück. Hallo? Das nehmen wir nicht mit die Tablette, weil dann eine Masse von Fröschen auf uns runterfällt. Und unser Ziel ist es ja gerade, dass wir zum Obelisken müssen, weil da irgendwas passiert. Weil wir haben ja schon das Amulett von Ra oder so. Nee, von Amon-Ra, so. Und jetzt müssen wir es zum Obelisken bringen. Habe ich euch gar nicht erzählt. Und das haben wir jetzt gerade gemacht. Also, jetzt. Viel Spaß beim Gucken. Oha. Ein Funkturm. Analysiere. Ja, genau. Und da sagt uns jetzt unsere gute, ey, yo, ich traue meinen Augen kaum, aber dieses Objekt scheint ein großer Sender zu sein. Ich glaube, wir haben gerade etwas aus dem tiefen Weltall gerufen. Das stimmt. Bla, 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 bla. Es kommt über den großen Pyramiden an. Da müssen wir jetzt hin. Um das UFO zu erwarten. So, aber erstmal müssen wir die Assis platt machen, die jetzt hier gleich spawnen. Wo seid ihr? Da. Peng, 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 peng. Noch mehr von denen. Gegen denen über habe ich keine Rücksicht, Alter. Die baller ich mit Raketen zu, bis es nicht mehr geht, Leute. So. Wir haben es geschafft. Dim, 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 dim. So, Leute, wisst ihr, was wir jetzt machen? Erstmal das hier einsammeln. Denn das war ein Geheimnis. Und jetzt... Oh, diese Stelle ist schön. Das, worauf jeder Gegner Gamer wartet. Eine riesige Waffenkammer. Hahaha. Ist das nicht toll, liebe Leute? Jetzt können wir uns nochmal richtig schön vollfressen. Peng, peng, peng. So. Kanonenkugeln, liebe Leute. Nehmen wir auch alle mit, haben wir voll... Die Munition hier haben wir noch nicht voll, das weiß ich ganz genau. Mit der haben wir immer ganz gerne geschossen. Und den Munitionsrucksack nehmen wir auch noch mit. Einfach, weil wir es können. Wir haben jede Knarre voll. Speichern jetzt. Ich guck mal gerade, wie lange ich schon aufgenommen habe. Erst 49 Minuten. Das heißt, ich kann auch ein bisschen. Ready for battle. Auf in den Kampf, ganz genau. So, hier müssen wir die goldenen Anches einsammeln. Anches. Anches. Und die dann immer in der Mitte auf den Altar legen. Da. Siehst du? Da ist ein Altar. Da liegt auch einer zwischen den beiden Fackeln. Und links und hinten ist auch noch einer. Und das müssen wir jetzt viermal machen. Ja, genau. Und da liegt das erste Anch. Und da machen wir meine weltberühmte Basti-Strategie bei großen Kämpfen. Ihr kennt sie inzwischen. Eine Strategie, die sehr gut funktioniert. Ihr seht schon, was ihr für eine Waffe habt.
Und genau damit hat die Strategie auch zu tun. Nämlich rennen, 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 springen, schießen, bam! Oh, scheiße. Jetzt aber. Ja, du hast es hier hochgeschafft. Gratulation. So. Okay. Und den hier machen wir jetzt auch Platz. Okay. Also. Und hier unten haben wir jetzt eine Masse von Gegnern, die wir hiermit platt machen. Komm schon. Ja, es klappt nicht ganz so gut. Wir schießen in dein Gehirn, du Schlampe. Okay, also, wir lassen erst die ganzen Assis wieder hier in unsere Nähe ran, rennen, ihr kennt das Prozedere, und dann passiert das hier. Wow, was war das? Ready for battle. Auf in den Kampf. Und noch einmal. Rennen, 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 springen, schießen und hoch. Und die Assis abschießen. So, das war's, oder? So, hier oben können wir jetzt mal speichern. Aber was hat mich da gerade so mies getroffen? Hab nicht ganz verstanden. Wer war das? Wer war das? Der war's nicht. Ja, der kriegt auch seine Abreibung, Alter. Da schießt es nochmal. So. Aber wo ist der Skorpion? Wo ist er? Da! Du Assi, Alter. Du hast mich gerade abgeschossen. So, wartet. Und da ist hier noch der Assi. Stirb, Alter. Wow! Okay! Das war unerwartet. Ohohoho! Der kann ja hochschießen, Mann! Okay, gut. Wissen wir jetzt Bescheid. Machen wir direkt aus der Ferne Platz. So. Aber jetzt dafür schießen wir die unten mit den Granaten ab. So. Irgendwo sind hier noch welche. Ich höre sie. I can hear them coming in the air tonight. Oh oh, oh Lord. So, jetzt müssen wir es eigentlich da hinlegen. Ja. Dann kommen wieder ein paar Gegners. Nämlich ein paar Autistien, das weiß ich ganz genau, dass die jetzt kommen. Und ein paar Bullen auch, schön. Wo seid ihr? Ach, hinter mir, natürlich seid ihr hinter mir. Komm, alle in einer Reihe. Bang! Oh, schon wieder hinter mir gespawnt, Alter.
Ey, was für scheiß Menschen, ey. Was für Assis machen das? Das ist Kacke. Wie einfach so aus dem Nix spawnen, ey. So. Einer ist noch sicher irgendwo da. Dann legen wir es an dich nieder. Hallo? Komm ran, Brudi. Kopfschuss. Bang. Schon. Super. Ganz stark. Oh, Leute. Liebe Leute hier. So ist das, oder? Genau. So, liebe Leute. Ich hab keinen Bock mehr. So. Habt ihr das gesehen? Ich habe eine Accomplishment-Feier gemacht, weil ich mich selber durch Raketen getötet habe. So, was ich sagen wollte, ist, ich spiele jetzt eine Stunde. Über eine Stunde. Und ich beende das hier. Nächstes Mal dürft ihr zusehen, wie ich das hier mache. Es wird ein Spaß. Kommentiert es, liked es, disliked es, schreibt aber auch warum. Bei allem. Teilt es und guckt euch den Content von allen anderen an. Ich bin Basti. Das war's in 4x Beziehung. Ciao.